Servus, ich bin der Johannes Fischbach und ich erkläre euch heute die Grundtechniken zum sauberen Kurvenfahren. Wir sind jetzt hier im Bikepark und sehen hier hinter mir eigentlich eine perfekt geschleckte neue Bikepark-Kurve. Aber die Grundtechniken, die ich euch heute erkläre, könnt ihr eigentlich bei jeder Kurve auf der Downhill-Strecke auch anwenden. Punkt 1 ist, was mir das Wichtigste ist, immer der kurvenäußere Fuß ist unten. Mit dem kurvenäußeren Fuß macht ihr Druck aufs Pedal und somit graben sich die Reifen quasi tiefer in die Erde ein und geben mehr Grip. Punkt 2 ist die Gewichtsverteilung auf dem Rad. Man schaut, dass der Schwerpunkt zentral auf dem Rad ist, bis sogar ein bisschen mehr nach vorne aufs Vorderrad, um Druck aufs Vorderrad zu geben, damit es nicht so schnell wegrutscht. Punkt 3 ist das Tempo. Viele fahren zu schnell in die Kurve rein und denken, das bringt was, aber es ist immer besser, eine Kurve eher rund zu fahren. Sprich, man versucht im ersten Drittel, noch vor dem Scheitelpunkt der Kurve, das Tempo bereits zu reduzieren, um einfach mit Druck und Zug aus der Kurve wieder rauszukommen. Und hier noch meine drei Top-Tipps zum Schnellkurvenfahren. Punkt 1, Körperspannung halten. Also das heißt nicht wie so ein nasser Sack in die Kurve reinfahren und dann zusammensinken, sondern Körperspannung halten, das macht einen schnell. Punkt 2 ist Linienwahl in der Kurve, gibt es auch, dass man nicht die größten Löcher oder Bremswellen mitnimmt. Und Punkt 3 ist der Exit Speed. Es ist deutlich wichtiger, schnell aus der Kurve rauszufahren, als schnell in die Kurve reinzufahren.